Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und wer hätte es gedacht, unser SK Sturm gewinnt mit 2:1 in Wien, auswärts beim SK Rapid. Also die Blackies auf die Schwarzen. Auf die Schwarzen, die Blackies mit einem wirklich überraschenden Auswärtssieg. Und ja, es war keine wahnsinnig geile Partie insgesamt, aber irgendwo dann doch, weil wir eben das Ganze gewonnen haben. Also endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die schwarz-weiße Seele. Und hier in Wien tut das natürlich besonders gut. Unsere Jungs eigentlich ja 60 Minuten relativ untergetaucht, genauso wie die Rapidler. Also für mich bis Minute 60, 61 eigentlich eine klassische 0-0-Partie. Keine vernünftigen Torchancen auf beiden Seiten, meiner Meinung nach. Und dann aus dem Nichts 1:0 für die Wiener, für den SK Rapid. Die Flanke kommt, glaube ich, von Murg und Knasmüller steht am zweiten Pfosten genau richtig. Siebenhandel ohne Chance, der bis dahin noch nichts zu tun hatte. Und dann steht es auf einmal 1:0 für Rapid. Aus meiner Sicht nicht wirklich verdient. Aber eben, sie haben ihre erste richtige, vernünftige Torchance genutzt. Und das war eben die Führung für die Wiener. Danach gleich die Chance zum Nachlegen für die Hütteldorfer. Bartschi bekommt den Ball auch relativ frei im 16er, scheitert aber dann an Siebenhandel. Und ja, der verhindert eben die Chance aufs 2:0 für die Rapidler. Danach überschlagen sich die Ereignisse. Kitaishvili zieht in den 16er bei den Rapidlern, wird umgesetzt vom eingewechselten Greimel, ist glaube ich der Name. Und es gibt Elfmeter für unseren SK Sturm und den verwandelt der eingewechselte Jakob Janscher bombensicher ins linke Eck zum 1:1 Ausgleichstreffer für die Blackies. Und ja, danach unsere Blackies auf einmal am Drücker, also man hat das Momentum genutzt, wie man so schön sagt, und nach einer Ecke war es dann entweder ein 2:1 Kopfballtreffer von Spendelhofer oder ein Eigentor von Greiml. Auf jeden Fall war der Ball im Tor in Minute 79 herum. Und das war eben schon der Siegestreffer für die Blackies. Danach gab es dann noch eine Chance für die Rapidler durch Mühldür in der Schlussphase. Und davor noch eine Kontermöglichkeit für Ota Kitaishvili, der ganz knapp verzieht. Aber unsere Jungs haben es über die Zeit gebracht. Wie gesagt, zusammengefasst kein berauschendes Spiel, aber einfach wichtig, wichtig, wichtig. Zwei Auswärtstore im Playoff-Hinspiel. Also sieht fürs Rückspiel in Graz am Sonntag sehr, sehr gut aus. Man soll nicht zu euphorisch sein, man muss die Konzentration klarerweise aufrechterhalten, aber es ist eine sehr gute Ausgangslage und die Jungs haben Moral bewiesen, einen Rückstand in Wien gedreht. Und ja, für Rapid war es hoffentlich ein dementsprechender Dämpfer. Vielleicht noch zu erwähnen, vor dem Spiel hat es wirklich eine sehr, sehr schöne Geste der Rapidler gegeben, muss man auch sagen. Da eben ja, ein lang bekanntes Mitglied aus der Kurve verstorben ist kürzlich, gab es einen Blumenstrauß quasi, beziehungsweise einen Rosenkranz eben von den Rapidlern. Also fand ich eine sehr schöne Aktion an der Stelle auch. Also das war auf jeden Fall Fair Play. Und ja, wir freuen uns aus schwarz-weißer Sicht trotzdem auf jeden Fall über den Sieg. Und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. Ihr schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt. Und von dem her, euer Elias, auf die Schwarzen! Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.